Was war das denn? Einen Monat nach dem Unfall? Und uns auch bei Seneca bedanken, die heute trotz allem noch mit dabei sind. Das war ja der Anfall am Anfang des Spiels. Und ja, das hat sich ja nicht so gut angehört. Ja gut, was er jetzt schon gesagt hat, sollte nicht. Wer weiß, was damit war, ne? Hatte ich jetzt auch beim Reifenwechsel. Nur mal so. Welche, die gingen ganz einfach los, andere gingen ganz schwer los und ich habe sie nachgezogen gehabt. Ja, wer weiß, was da war, ne? Keine Ahnung, ne? Weiß man so nicht. Und jetzt sollen wir alleine diese Meisterschaft hier rocken, oder wie? Drift Vorführung. Wir hoffen aber, dass wir Yumi natürlich mal in einem Interview finden oder wieder treffen. Ich hoffe, dass wir sie wiedersehen. Schließt das Event ab. Okay. Puh, dann gucken wir mal. Konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Das Team wird Yumi helfen, so gut es geht, und sie will, dass du weitermachst. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es das Team noch gibt, wenn sie zurückkommt. Oh. Okay, ich muss hier mal ins Schiff reinkommen. Achte darauf, dass du genug Geschwindigkeit für den Drift hast, aber auch genug Platz, um durchzukommen. Ja, ich muss doch einmal hier reinkommen. Scheiße, ich will die davon also mitnehmen, okay. Also mitnehmen. Zeit geht das ja nicht so, ne? Komm rum, komm rum! Okay. Wir sollen nur das Rennen abschließen hier. Scheiße. Wow. Das war ja nicht so gut, aber naja. Das dritte, okay. Oh nein, 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 nein. Scheiße.
Ist die Strecke jetzt anders? Ja, ne? Schon irgendwie. Ist irgendwie kürzer geworden die Runde, oder? Nein! Oh, scheiße. Können wir jetzt noch mal ein paar Punkte hier vielleicht? Kann ich das nicht so ganz doof fahren? Wahrscheinlich, ne? Ja, Sambo, bleib hier oben, danke. Ja, was mach ich hier? Uns steht ein harter Kampf bevor, also ruh dich gut aus. Danke für deine Teilnahme heute. Jo, bitte. Applaus für Senecas Nummer 22. Großartige Vorstellung. Bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Pause wird Song Kai hier seine Reifen zum Qualm bringen. Also nicht verpassen. Zu dem Drift. Ziel-Event abgeschlossen. Wiederholung. Das sieht doof aus. Ja, wir gucken mal so hin. Die Reifen stehen aber irgendwie scheiße so. Ich glaube, das ist gut. Oh, der Qualm ist weg. Stop. Das ist ja schon besser. Ups. Warte mal. Komm mal so. Ups. Oh. Ich glaube, wir machen das noch mal so. Cam aus. Cam an und raus hier. So. Pro Muscle Car. Da haben wir wieder so ein Event. Event. Kann sein, dass das ein Event ist. Zielcode Racing. Es sieht schlimm aus, Mike. Nachdem Yumes Unfall ihre Teilnahme am Wettkampf beendet hat, hat Seneca einen Fahrer zu wenig und keinen Ersatz. Jetzt kann es für sie nur noch bergab gehen, nicht wahr? Ja, es ist schon tragisch für Seneca. In so einer Situation möchte sich niemand wiederfinden. Und Marcus Adol kann nichts anderes tun, als zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Aber sie können eben nur noch halb so viele Punkte holen. Danke, Mike.
Es ist beeindruckend, was für einen Kampfgeist die Nummer 22 hier zeigt, die ganz allein für das Team antreten muss. Ja, das ist Kampfgeist. Das ist aber auch 6 Wochen nach dem Unfall. Okay. Platz 7 oder höher, okay. Wir sind nicht so weit gekommen, nur um jetzt aufzugeben. Lass uns für Yume weitermachen. Ich weiß, du kannst das schaffen. Mach einfach, was du immer machst. Oh, dann muss dann wieder. Das wird hart. Wir können nur halb so viele Punkte machen. Und das im Idealfall. Es wird in der Tabelle abwärts gehen. Aber mit jedem Sieg wird unser Fall etwas gebremst. Ja, stimmt wohl. Ist unser Fall gebremst wird. So, Platz 7 wurde gesagt. Da sind 12, 5 Runden. Okay. Okay, wir geben alles, was wir haben. Leute, geht mal bitte durch. Dankeschön. Wir nehmen auch die Innenkurven. Ja, alles klar, Leute. Wir müssen schon ein bisschen Platz lassen. Aber wenn ich nur eine Person bin. Ach, da sind wir. Okay. Oh, Entschuldigung, Nummer angeklopft. So, das sind wir wieder durch. Gutes Tempo, machen Runde 2 ein paar Plätze gut. Ja, nicht, dass ich in der ersten Runde auch ein paar Plätze gut gemacht habe. So, die Hälfte so zum Beispiel. Ich würde ganz gerne mal wissen, ob du uns unser Rennen hier im Fernsehen oder im Internet ansieht. Dürft ihr mal dran vorbei, danke schön. So, guten Tag. Wow, kommt ihr so schnell, so hart. Lara ist aber ganz schön abgeschlagen, ja. Die hier auf dem vierten Platz, okay, vierter Platz. Okay, dann ist sie doch nicht so weit abgeschlagen. Und dann Lara! Wenn man sie überholen, danke schön! Wir haben uns am Ende! Aber abgefangen und gibt ihn zurück. Hallo McCain! Seine Zeit für die letzte Runde war 1.32,0. Was macht McCain mit seinem Wagen? Da fehlt eine Tür. Ist das so ein Ei, dass man vorne fährt und die Tür fehlt oder was? Wow, der schmeißt den Wagen weg, oder? Guten Tag, McCain! McCain ist einfach auszuspringen als Nate, finde ich, oder? Nein. Spring doch noch später, du! Hast du keine Bremsen, oder was? Oh Mann, gibt's da. Warum traut er sich nicht mehr, wa? Oh. Bisschen zu eng gekrochen, genau.
da haben sie aber wieder an. So. Ja, dann zwar rum, aber. Deine Rundenzeit eben betrug 1:32,0. Ja, ausruhen dürfen wir hier nicht. Wir sind nämlich ziemlich drin noch. Wow, ein paar Fehler und die sind dann wieder dran vorbei. Ich sehe sie noch nicht am Spiegel. Das wäre gut, wenn man sie dann im Spiegel sieht. Stell die Kurbel hier mal ein. Aber mein Kilometerzeiger funktioniert gar nicht. Jetzt unten im Drehzahlmesser, da untere Geschwindigkeit ist der. Eigentlich sollte das gar nicht mitziehen, oder nicht? Letzte Runde. Oh, die ist auf jeden Fall langsam auch wieder. Nee, so schnell. War deine Zeit 1:30,9. Ja, wir setzen uns ab, zu langsam. Mal sagen, ob es gut war. Aber wenn man auch immer verschiedene Wagen fährt, ne? Natürlich für die Story so ist das interessant, ne? Aber ja, man kann sich auf keinen Wagen so wirklich drauf erstmal fokussieren, weil ja, wenn man drin ist, wechselt man wieder den Wagen. Ja, manchmal ist man doch besser. Und dann kann man die Gänge ein bisschen runterschalten. Ja. Aber alles gut. Kann es vertreten. Zu schnell, okay. Ah, die ist jetzt langsamer. Naja. Erstaunliche Vorstellung von Seneca. Enttäuschen sind am Ende, aber sie geben nicht kampflos auf. Wir sind Erster. Wir sollten alle Platz 7. Also mindestens Platz 7. Aber vorhin war so hart das Rennen, ey. Oh, Entschuldigung. Im nächsten Rennen werden die ersten Teams ausscheiden. Tu, was du kannst. Okay. Wir hatten eben ein Bild gemacht, ne? Ich bin voll durch, ich weiß es gar nicht mehr. Oder ist das schon ein bisschen her? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Durchhalten! Schicken wir mal eben was ein. Was für eine Entschlossenheit. Viel Glück auf der Strecke heute.
Dankeschön. Okay. 7 Wochen nach dem Unfall. Und warum steht das da? Hat das einen Grund? Platz 6 oder höher? Einfach alles. Konzentrier dich auf das Rennen und versuch Punkte zu holen. Sonst können wir nichts machen. Nicht aufgeben. Ja, wird gemacht. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Wow. Yo, danke, 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 danke. Oh, hallo, Leute. Ich muss wieder von außen spielen, ey. Ist das ein Lambo? Nee. Dann BMW M1 ist das. Oder? Da ist der eine Rennwagen da. Guten Tag. Oh! Auf jeden Fall hat er keiner so eine gute Bodenhaft wie der eben. Und das war auch nur ein Straßenwagen, denke ich mal so. Der ist aber agil, Junge, Junge, Junge. Keine Lenkbewegung, der zieht nach links oder rechts, ey. Ja, so. Yo! Super, habt ihr das gemacht? Oh! Leicht verbremst! Ja, natürlich! Mach doch zu hier! Aua! Ah! Entschuldigung! Oh, hat ihr einen Motorschaden oder was? Hm, Dritter. Ist aber so agil hier, das Ding hier. Was ist denn der vorne? Das sind hier Waving West, ja? Entschuldigung, Nate! Du hast einen deiner Gegner zu sehr gereicht. Naja, ich hab den jetzt mal geteabonet. War nicht so wie der meine Kollegen. Wir haben ja gesehen, das war ja mit Absicht. Wow. Also eigentlich wissen wir es nicht, aber wir wissen es doch, ne? Na, der Nate, doch komm! Was haben wir verbrannt? Was haben wir hier los? Ich bin doch dumm hier, du! Taschenklauen, der, ey! Eliminiert! Jetzt ist er dran und dann ist er wieder nicht dran. Der fährt, keine Ahnung. Oh, nicht so konstant wie ich. Ich bin fahr auch mal gegen. Oh. Aber jetzt kommen wir wieder ran. Und tschüss! Ich dachte immer gleich hier einen Abgang, ey. Aber nicht heute. Heute machen wir...
Hold up, guys, what is that? Was schön hinter mir. Oh, komm weg. Nein. Na egal, wir sind Zweiter von sehr, obwohl wir Sechster sein sollten. Genau. Wir machen hier ganz schön Druck. Gut gemacht. Das ist ein tolles Ergebnis. Weil ich schon wieder nicht so viel Gas gegeben habe am Anfang. Boah. Auch doof. Okay.